Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche mit uns. Hallöchen, wir sind auf den Peloponnes angekommen. Und das Ganze heißt nämlich Peloponnes und nicht Peloponnes, wie wir das seit einem Jahr sagen. Genau. Auf jeden Fall sind wir von Athen über den Kanal von Korinth, der auch richtig klasse ist, den wir euch auf jeden Fall noch zeigen werden, hier an unserer ersten größeren Station auf den Peloponnes angekommen. Und wir sind nämlich, wir haben drei Finger bei den Peloponnes und hier ist nochmal so ein Däumchen und wir sind quasi an dem Däumchen hier. Genau. Und da ist Athen. Genau. Und genauer sind wir jetzt hier gerade am ehemaligen Saladi Beach Resort. Das Interessante daran ist nämlich, dass der damalige Eigentümer von diesem Hotel nämlich vertrieben wurde von der Bevölkerung hier und von den Dörfern. Das ganz genau erzählen wir euch nachher noch. Und ich würde sagen, wenn ihr neu hier seid, abonniert doch einfach mal den Kanal. Und haut mal aufs Glöckchen. Genau. Und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir mal mit dem Video. Hi, wir sind Sandra und Jens von Alikreisen. Seit 2006 sind wir in der Welt zu Hause. Nachdem wir auf verschiedenen Tauchbasen in der Welt gearbeitet haben, sind wir 2022 nach Deutschland zurückgekehrt und nun mit unserem Van in Europa unterwegs. Derzeit sind wir in Griechenland und jetzt schon völlig überrascht von der Schönheit dieses Landes. Aber nun würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Wir sind wieder mal on the road und zwar fahren wir zum Kanal von Korinth. Ja. Der weltbekannte Kanal von Korinth. Den wollen wir uns unbedingt angucken, weil es ist schon spektakulär, was da der Mensch erbaut hat. Und vielleicht sehen wir auch ein paar Bootchen. Ist ja auch eine der bekanntesten Schifffahrtsrouten oder Schifffahrts... Wie sagt man? Nadeluhren. Genau, wie der Suezkanal letztendlich auch. Panama-Kanal. Panama-Kanal und das sind so diese Sachen und da sind wir jetzt mal absolut gespannt drauf und das zeigen wir euch auch. Bis gleich. So Freunde, da sind wir mit neuem Mikrofon aus Athen und zwar berichten wir live vom Korinth-Kanal. Der leider derzeit gesperrt ist. Super, toll, echt. Da haben wir uns die ganze Zeit schon drauf gefreut und dachten uns so, boah, nach Athen, das wäre doch mal eine Ansage. Jetzt das Ding zu. Der ist ungefähr seit einem Monat wieder gesperrt, mal wieder wegen Bauarbeiten, weil es sind ja einiges an Felsen runtergekommen, das müssen sie rausbaggern und deswegen geht hier zurzeit nichts Großes durch. Nicht so schön. Aber egal, wir waren mal da, Bucketlist, Haken dran, aber weiter es sieht geht's. Auf jeden Fall trotzdem spektakulär aus. Das stimmt. Aus. Von Korinth hatte eine Bauphase von 12 Jahren und wurde 1893 feierlich eröffnet. Damit ersparen sich die Schiffe einen Umweg von 400 Kilometern und das hier setzt letztendlich 6,3 Kilometer lang und 79 Meter hoch. Leute, ich habe übrigens Höhenangst. Auf jeden Fall ist das eine absolute Meisterleistung, was sie hier zustande gebracht haben, wenn man sich auch einfach bedenkt, wie lang das her ist. Und das war von den Ungarn und den Griechen zusammengebaut worden. 5 Brücken überspannen dieses Meisterwerk und jetzt geht's für uns ab auf die Peloponnes. Das ist unser kleiner Schisser hier. Den haben wir gefunden. Der war nämlich hier auf dem Stellplatz. Das haben wir gestern so ein bisschen mal gefüttert und so weiter. Und so langsam wird er ganz zutraulich, der Kleine.
tue dir nichts. Oh. Lust auf eine Runde Tennis? Wir sind an der Außensportanlage. Lust auf ein Ründchen Minigolf? Das ist ja Jens seine Idee, nachdem wir irgendwann mal sesshaft werden, eine Minigolfanlage zu machen. Oh Gott, jetzt warte auf die Kommentare. Das Saladie Beach Resort wurde in den 70er Jahren eröffnet und war ein Luxushotel. Allerdings kein normales, denn es war ein FKK-Hotel. Vornehmlich von deutschen Gästen besucht und hatte 600 Betten zu bieten. Das hat den Griechen, den sittenwidrigen Griechen, nicht wirklich gut gefallen. Deswegen haben sie in den 80er Jahren, angeführt von Bischof von Idra, sind sie alle hierher gekommen und haben die Gäste verjagt. Tatsächlich verjagt. Selbst die Menschen aus Athen sind hier angereist, weil sie wollten diesen Schandfleck hier nicht mehr haben. Der Besitzer selber hatte das Ganze dann noch als normales Hotel weitergeführt, allerdings 1996 war es, glaube ich, das Ganze komplett aufgegeben. Ja, und seitdem ist es hier ein Lost Place, achtstöckig und komplett verlassen. So, jetzt suchen wir uns aber mal hier echt einen zusammen, weil wir finden hier gar nicht die Treppe, die hier nach oben geht. So wahnsinnig groß sieht das von hier unten gar nicht aus. Jetzt haben wir den Rezeptionisten noch gefunden. Wir haben den Eingang gefunden, beziehungsweise den Weg nach oben, weil die Fahrstühle sind irgendwie alle außer Betrieb. Wo ein Wille, da ein Weg. Wir sind oben. Was wir übrigens auch noch rausgefunden haben, ist, dass der Platz wohl ziemlich beliebt ist bei Paintball-Gamern und allgemein irgendwie so hier. Künstlern und auch in dieser Dark-Szene und so weiter, die diesen Ort hier nutzen für... In der Dark-Szene? Ja, das stand da so bei Galileo. Wow, was läuft denn da? Das interessiert uns nicht. Ja. Auf jeden Fall. Mit so einem Schweinkram wollen wir hier nichts zu tun haben. Auf jeden Fall, das ist ganz cool, sich das einfach mal anzugucken, weil man natürlich auch alte Telefonzellen, man kann sie nur noch erahnen, sehen kann, wie das früher war, so in den 70er, 80er Jahren. Ja, die Aussicht. Deine Zeit. Aussicht ist, haha, Aussicht ist natürlich spektakulär. Ja, ja, mega. So, wir sind zurück am Van. Unsere zugelaufene Alarmanlage hat nicht angeschlagen, also alles gut. Und wir genießen jetzt noch den Rest vom Tag und wir sehen uns dann morgen. Ciao! Was ist denn hier los in Griechenland? Es regnet. Es regnet. Aber nur heute, dann wird es wieder besser. Ja, aber die ganzen letzten Tage waren ja auch schon ziemlich mies. Das nennt man dann wohl griechischen Winter. Griechischer Winter. Ja. Den habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber wirklich. Und vor allem, hier regnet es wirklich nur. Und zwar extrem. Das ist das erste Mal seit Monaten, dass wir den ganzen Tag Regen haben. Wir bekommen ein Batterieproblem. Wir brauchen eine Lithiumbatterie. Ich weiß. Naja. Um den Tag jetzt einigermaßen rumzukriegen, fahren wir jetzt mal in Lidl. Geld ausgeben. Und den Tag ein bisschen rumbringen und vor allem auch die Batterien ein bisschen laden und den Laptop ein bisschen laden. Sonst können wir nicht weiterarbeiten. Ja. Laptop laden während der Fahrt. Ja. Und jetzt schaut mal hier raus, was da los ist. Weltuntergang. Hier ist ein See.
Und hinter uns ist auch ein See. Das ist auch noch ein Grund, warum wir jetzt hier wegfahren. Weil ansonsten stehen wir nämlich hier gleich komplett im Wasser. Völliger Wahnsinn. Also nicht nur, dass irgendwie gestern ein Erdbeben war. Ja. Eine Insel über Athen, wovon wir allerdings nichts mitbekommen haben, ist hier wirklich Weltuntergangsstimmung. Also man kann jetzt sagen, ja, die sind ja nichts mehr gewohnt und so weiter. Ja, aber das war jetzt eben gerade auch für die Einheimischen so, dass sie sehr, sehr langsam gefahren sind. Die Straße war ein Fluss. Die Straße war ein Fluss und einige standen tatsächlich unter verlassenen Tankstellen und haben da jetzt gerade Schutz gesucht. Echt der Hammer. Ich wüsste nicht, ob ich mal durch so einen Fluss durchgefahren bin. Nee. Und der Bodenwäsche hat sich auf jeden Fall mal rentiert. War auch dringend nötig. Nach monatelang nur Staub. Ich würde sagen, das Salz ist jetzt unter dem Auto auf jeden Fall weg. Ja. Und jetzt gehen wir mal in Lidl. Genau. Das tun wir nämlich, gell? Ja, schlecht Wetteraktivitation. Ja, genau. Auf die Plätze. Fertig. Los! Yeah. Yeah. Übel, ey. Die Katzen flüchten hier. Katzen flüchten? Ja. Also die Preise sind schon sehr, sehr ähnlich zu Deutschland, wo ich mich dann wieder frage, die haben ein viel geringeres Einkommen hier, wie die das eigentlich machen. Komm hier rüber. Hä? Komm hier rüber. Bin ich doch einfach mal unter das Dach gefahren vom Lidl. Super. So. Packen wir die Sachen nämlich hier rein, schön. Alles bleibt trocken. Ja, super. Die Frau bleibt trocken. Wow. Schnell rein. Fuß eingeklemmt. Ja. Es wird ein klein bisschen heller, aber... Da vorne ist immer noch ein Fluss. Das wird heute durchregnen hier. Ja, also laut Vorhersage regnet es bis morgen früh. So, der ganz schön Platz. Ja. Hier ist ein kleiner Fluss am Start. Oh ja. Ein kleiner, großer Fluss. Meine. Wir lassen uns hier nämlich mal die Laune nicht zerstören. Es wird gegrillt. Bei herrlichstem Grillwetter. Nee, wir haben ein Problem. Und zwar ein Luxusproblem. Wir haben noch schöne Wildschweinwürstchen aus Deutschland. Hat die Sandra nämlich mitgebracht. Ganz geil. Und wir können ja nicht mehr so richtig wirklich kühlen die ganze Zeit. Aufgrund von unserem Stromproblem. Und deswegen wird jetzt gegrillt. Jetzt müssen die leider weg. Ich habe jetzt mal versucht, das erste Mal mit so einer kleinen Kartusche hier zu grillen. Und das geht auch wunderbar. Und vor allem, wenn es anfängt zu regnen, bin ich hier schnell wieder weg. Genau. Ja, und die Würstchen sehen super aus. Ich hab Hunger! Ja, wir essen hier schön Wildschweinwurst in Griechenland. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Ist nicht spartanisch hier draußen. Sandra sagt, es wird ja riechen wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, genau. Es fehlt noch der Glühwein. Könnte ich machen. Den gibt's die Tage auf jeden Fall noch. Ja. Haben wir nämlich im Lidl entdeckt. Morgen. Hallöchen. Ja, wir haben jetzt endlich mal wieder schönes Wetter hier. Und zwar hatten wir jetzt irgendwie so eine Schlechtwetterfront von 2 Tagen. Ja. Jetzt nur geregnet und gestürmt, gewindet. Wir haben es euch ja gezeigt. Also wir haben ja quasi eine schlechte Wetter für den Lidl benutzt. Ja. Und, aber heute sieht es ein bisschen vielversprechend aus. Das heißt Bewegung. Ja, wir wollen uns mal so eine Höhle, wir wollen jetzt so wirklich den Platz jetzt hier verlassen. Nö. Deswegen werden wir heute Abend wiederkommen. Heute Abend kommt dann noch Fußball-Weltmeisterschaft. Da geht es um die Wurst. Für alle Veganer, da geht es um die Wurst. Oh, jetzt bitte. Ja. Ja, wir treiben uns jetzt hier unten noch so ein bisschen rum und vor allem, ganz wichtig, wir müssen mal alles aufladen, was geht. Alles. Alles, alles. Und das ist heute so Tagesmission. Ein bisschen und, Bewegung und Wandern. Und dann gibt es so eine Höhle und die wollen wir uns anschauen. Und dann nehmen wir euch mit. Bis gleich. Ich habe die Rennschuhe an, damit wir uns jetzt die Höhle angucken können. Das ist eine prähistorische Höhle, wo Menschen drin gelebt haben. Vor 40.000 Jahren.
Wir sind angekommen und machen jetzt unsere Wanderung zu der Höhle. Und wie es nun mal immer so ist, jetzt steht der Wagen natürlich komplett alleine da. Und jeder weiß, da sind Sachen drin. Man kann natürlich die wichtigsten Sachen immer mitnehmen, aber ein Teil bleibt doch immer im Wagen zurück. Und das gibt dann natürlich ein komisches Gefühl. Wir haben uns direkt am Anfang, wo wir den Wagen gekauft haben, für die Pandora Camper Mini entschieden. Und somit bekommen wir zumindest ein bisschen besseres Gefühl. Und wir sehen vor allem, wenn wir jetzt unterwegs sind und haben Handyempfang, was mit dem Wagen los ist. Ob da ein Fenster offen ist, ob jemand versucht einzubrechen, ob jemand dagegen tritt oder wie auch immer. Der Kai Stüven von Kfz Alarm in Hamburg hat uns kontaktiert und hat uns einen Rabattcode an die Hand gegeben für all unsere Zuschauer. Das heißt, wenn ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht oder nach einem Geburtstagsgeschenk oder generell interessiert euch für Alarmanlagen, dann schreibt den Kai einfach mal an und schreibt in den Betreff oder ins Kontaktformular einfach rein I like Reisen. Somit bekommt ihr 100 € Rabatt. So, und für uns geht's jetzt los zur Wanderung zu der Höhle. Diese Höhle wurde erst in den 60er, 70er Jahren so richtig erforscht und dort haben Menschen ab den 40.000 Jahren vor Christus schon drin gelebt. Und die werden wir jetzt mal uns noch ein bisschen genauer angucken. Das Besondere ist eigentlich, dass es so nah am Meer ist. Dann hatten sie natürlich auch die Wälder in der Nähe, sodass sie jederzeit auch hier Essen aus der Natur sammeln konnten. Diese Höhle war mal viel, viel größer, aber aufgrund von Ablagerungen von den Menschen, das heißt, dass sie ihren Müll alles verbrannt haben und so weiter, ist diese Höhle letztendlich kleiner geworden, weil sie war auch um einiges tiefer. Nachher hat man sie hauptsächlich zur Viehhaltung genutzt. Das heißt, hier haben hauptsächlich Herden Platz gefunden, um da ein geschütztes Plätzchen zu haben. Alles schick, das Auto steht genau da, wo es sein soll und somit gibt es uns ein gutes Gefühl und wir können hier weiterhin schön die Aussicht genießen. Ja, es ist doch jedes Mal wieder erleichternd. Wir sind zurück. Das Auto ist alles okay. Ich bin wieder da, ich bin wieder bei dir. Es ist wirklich, ich glaube, das kennt jeder Camper, der irgendwie sein Auto irgendwo stehen lässt und irgendwo wandern geht oder in der Stadt ist oder irgendwo. Ich meine, es ist nicht nur eine Alarmanlage, es sind viele, viele Sachen, auf die man aufpassen kann oder wie man sich auch absichern kann. Aber unsere Pandora, die hat uns schon geholfen. Die passt auf jeden Fall auf. Ja, die passt auf uns auf. Ja, nach unserer kurzen Wanderung fahren wir jetzt noch mal kurz was einkaufen, weil irgendwie habe ich das letzte Mal beim Einkaufen so ein paar Sachen vergessen. Da hat sich jemand, wollte sich jemand totsparen. Ja, da wollte sich jemand totsparen. Deswegen fahren wir jetzt noch mal hin und kaufen noch ein paar restliche Sachen ein und dann geht's zurück zum Stellplatz. Genau. Ja, wir sind angekommen an unserem Stellplatz. Und zwar ist das der gleiche beim Hotel, wo wir schon mal waren. Weil hier ist es einfach schön. Ja, und hier gibt es sogar Hühnergötter. Kenne ich eigentlich nur aus dahin? Dänemark. Hühnergötter? Ja. Die sind wir noch nicht durch. Ne, das wird noch. Ja. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Aber hier sieht man noch die Nachwehen von gestern. Ja. Dafür ist der Strand hier mit dem Kiesel umso schöner. Ja, und wir verbringen jetzt noch den Rest vom Tag. Und ihr seid raus. Bis morgen. Guten Morgen. Morgen. So, frisch geduscht, mit Haare waschen, geht's jetzt für uns Richtung Nafplio. Fällt uns ein bisschen schwer, weil dieser Platz, und den verlinken wir euch auch noch, ist eigentlich wunderschön. Ja. Vor allem ist heute richtig Sonne draußen. Ja. Aber wir wollen die Sonne nutzen, und um uns das Örtchen da anzugucken. Was für ein Örtchen denn? Nafplio. Nafplio? Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Und wir fahren auch zu einem Loch. Abwarten. Hi, wir sind an den Zwillingshöhlen von den, also die Dolinen von Didyma angekommen. Wie heißt das Ding? Doline. Doline, das ist quasi eine Senkung. Das weiß doch kein Mensch, was das ist, oder? Das ist letztendlich eine Absenkung, das heißt, da sind Karsthöhlen eingebrochen und jetzt sieht das so trichterförmig aus. Ja, das sind im Endeffekt zwei große Löcher, wenn wir es mal ganz plump ausdrücken wollen, gell? Ganz früher haben die Menschen gedacht, dass das der Eingang zur Unterwelt ist, also zum Gott Hades.
about you. I've tried and I failed. So can we work it out? Schauen wir doch mal in die kleine Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Ja, klein ist die wohl. Ja. Also hier passen mal so maximal 10 Leute rein. Das war also, ne? Ja. Also größer ist es nicht, ja. Es wirkt vielleicht jetzt auf der Kamera größer, aber das ist klein. Das ist süß. Das ist süß? Süß. Die einen sagen, es wirkt klein, die anderen sagen, es ist süß. So, da die Dimensionen ja nicht immer so richtig rüberkommen, das Ganze ist 80 Meter tief und hat einen Durchmesser von 120 Metern. Ist also gar nicht so klein, wie das vielleicht wirkt. I still want all of you and I know all your colors. And I guess cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? Jetzt geht's weiter für uns Richtung Norden. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in Nafplio und zwar war diesmal die Hauptstadt von Griechenland. Nicht sehr lang, aber sie war es mal. So, wir melden uns hier aus Nafplio. Ganz süßes kleines Dörfchen ist das eigentlich soweit, gell? Also es ist eine kleine Stadt mit 3 Burgen insgesamt. Das eine. Da hinten ist nämlich noch eine. Genau, und der Jens zeigt euch die andere noch von den Drohnenaufnahmen her. Ist sehr italienisch angehaucht, hat eine kleine süße Altstadt, was einfach zum Durchschlendern einlädt. Ist gemütlich. Ja, leider ist auch hier die Nebensaison ausgebrochen, sodass viele Geschäfte einfach zu sind. Aber ja, wir genießen das hier trotzdem, vor allem genießen wir die Sonne. Ja, das wird nämlich morgen wieder anders werden. Nein, niemals. Doch, doch, bestimmt. So, und wir sind zurück am Van, genau. Am Bus. Ja. Und zwar stehen wir mit dem Bus mitten in der Stadt. In Nafplio. Nafplio. Genau. Oh Mann, in Nafplio. Ja, Stadtparkplätze sind eigentlich nicht so wahnsinnig unser Ding unbedingt, aber das passt. Wir sind von Burgen umzingelt, haben einen schönen Sonnenuntergang und stehen hier direkt am Hafen. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass wir morgen früh auf den Markt hier wollen, der nur ein paar Meter entfernt ist. Denn die Griechen haben uns empfohlen, man sollte doch eher Obst, Gemüse und so weiter auf dem Markt kaufen, weil da wäre es frischer und auch günstiger. So, und das schauen wir uns morgen hier einfach mal an. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal Abendessen. Kohldampf. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Einen schönen guten Morgen. Hi. Ja, wir haben es 9 Uhr. Jetzt geht's auf den Markt. Schöne, ruhige Nacht haben wir hier verbracht. Aber es ist auch schwer, schwer wolkig und dunkel hier. Aber es regnet nicht. Aber es regnet nicht und die Temperaturen sind absolut in Ordnung. Ja. Ja, wir haben ja einen Winter, gell? Griechischer Winter. So, und jetzt geht's Richtung Markt. Der Markt hat ziemlich gute Bewertungen und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Hier sind wir jetzt auf dem Markt und jetzt schauen wir uns den mal an. Also das ist tatsächlich deutlich günstiger und von der Qualität deutlich besser als zum Beispiel bei Lidl oder den Supermärkten, wo wir bisher hier in Griechenland waren. Eine eindeutige Empfehlung für den Wochenmarkt.
Freunde des gemütlichen Verreisens. Wir haben wirklich alles gegeben. Wir haben jetzt wirklich zweieinhalb Tage haben wir hier am Strand gestanden, wollten für euch abwarten, dass hier das Wetter schön wird und dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen machen können von so einem alten Bahnhof, weil wir haben uns gedacht, mit Lost Place und Schrott angefangen, hören wir mit Schrott wieder auf. Genau. So sieht es nämlich aus. Ja? Und hier ist aber ganz schön frisch. Also griechischer Winter ist nichts für Weicheier. Ich habe gedacht, das wäre hier wärmer. Aber es ist bewölkt, es ist regnerisch, es ist kalt. Aber in Deutschland ist es viel kälter, deswegen es ist okay. In Deutschland ist es viel kälter, ja. Aber ich habe die Schuhe an, das bedeutet, dass es kalt ist. Das habe ich mit dem deutschen Winter zu tun. Ich wollte es hier schon warm haben. So, jetzt zeigen wir den aber erstmal. Es ist kalt. Ich möchte jetzt gerne diesen alten verlassenen Bahnhof sehen. Das machen wir. So gelassen, wie immer war. Und hier gab es wohl auch eine kleine Bahn, die von hier bis nach Nafplio gefahren ist. Das haben wir sogar am Stellplatz gesehen gehabt in Nafplio. Die existiert aber leider auch nicht mehr. Dort sind auch nur noch die alten Waggons vorhanden. Und hier kann man sich letztendlich so alte Dampfloks und sowas nochmal angucken. Ist in der Beschreibung bei Google wie ein kleines Freilichtmuseum. Ja, das passt auch wunderbar hier zu den herbstlichen, winterlichen Temperaturen. Auf jeden Fall. Ja, aber ist schon ganz cool. Also ja, man sieht noch diesen Wasserkessel und wo das Wasser aufgefüllt worden ist von den Dampfloks. Ich finde das ganz lustig. Ja, ja, ist ganz schick, auf jeden Fall. Wir stehen ja überhaupt auf so Lost Places und all das Gerimpel-Zeugs und so. Alles schrulliges Zeug. Alles schrulliges Zeug. So ihr Lieben, das war's für die Woche mit uns. Ja, wir hatten richtig viel Spaß. Das Wetter war ein bisschen durchwachsen, aber insgesamt gibt es doch einiges hier zu sehen. Ja. Wir sind ja gerade auf dem kleinen Finger, zeig's nochmal. Wie Argolis. Ja, genau. Ja, das sind ja die Peloponnes. Hier ist Athen und das ist Argolis. Und auf dem Finger, auf dem waren wir, auf dem Däumchen waren wir. Genau. Ja, und es war auch echt cool. Also ja, abwechslungsreich. Verschiedene schöne Strände, Lost Places, Nafplio mit dem Markt. Und hier gibt es noch einiges mehr zu sehen, was wir jetzt auch noch alles erkunden werden. Aber es ist definitiv abwechslungsreich und total cool. Definitiv. Ja. Und ja, das Wetter ist halt so, wie es ist jetzt gerade. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Viele Möglichkeiten gibt es in Europa nicht, wo man hin kann. Das ist einer davon. Ist ja immerhin Dezember, ne? Ja. Ja, und ihr feiert jetzt heute den vierten Advent. Den vierten Advent. Genau. Nicht mehr lange bis Weihnachten. Ja, und wir möchten uns an dieser Stelle auch bei den lieben Spenden bedanken. Ja, alle, die uns irgendwo unterstützt haben mit Abos, mit Kommentaren, mit der Diesel- und Kaffeekasse, mit unserem PayPal-Account, mit Amazon, mit unseren Links, mit allem, was dazugehört. Vielen lieben Dank dafür. Richtig ein Herzchen von mir. Herz. Ja. Und ein Like zurück. Genau. Ja, ansonsten, wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne nächste Woche wieder. Gibt dann eine ganz andere Ausgabe. Mhm. Seid mal gespannt. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen vierten Advent und eine wunderschöne Woche. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne nächste Woche wieder. Ja, und vielleicht lasst ihr noch mal ein Like da oder ein Abo oder aufs Glöckchen hauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Sag mal, bist du jetzt fertig mit Jessys Sprachnachricht? Nein, der Podcast ist noch nicht frei zu Ende. Also es sind insgesamt 16 Minuten. 16 Minuten? Ja. WhatsApp-Sprachnachricht. Sie hat sich kurz gehalten. Das ist total verrückt. Unterbrechung. Ja, es gibt jetzt Essen. Wildschweinwurst. Ja. Toll. Mm.